Ja, danke, William, du hast eine wunderbare Vorlage gegeben für den folgenden Text. Das kann ja wirklich Liebe werden. Und darum geht es jetzt in dem folgenden Text. Und ich behaupte, und so ist auch der Titel, Liebe ist eine Tätigkeit. Die Liebe ist nicht einfach da. Für die Liebe muss man etwas tun. Liebe ist nicht ein Gefühl, ein Zustand, eine spezielle Form des Seins, nicht der Verlangen, Entzücken, Rausch, Wonne, Lust, nicht nur keine Selbstverständlichkeit. Nein, Liebe ist eine Tätigkeit, eine Aktivität, die es zu tun gilt. Das ist Herzarbeit und Kopfarbeit und Handarbeit. Und Tätigkeit beschreibt man mit Tu-Wörtern, mit Verben. Und es gibt fast kein Verb, das man auf diese unglaublich komplexe und simple, diese delikate und triviale, diese außergewöhnliche und banale, diese süße und bittere Tätigkeit nicht anwenden könnte. Da kommt man ganz unversehens in einen Tätigkeitsrap. Liebe ist eine Tätigkeit, doch niemals eine Tätigkeit. Liebe ist Arbeit, Liebe ist Spiel, für Liebe tut man nicht zu viel. Liebe ist Lernen und voneinander lernen, in ihrer Dauer steht nicht nur in den Sternen, geht ab von dem Tun, also auf zur Arbeit nun, jo. Du musst die Liebe erarbeiten, denn Liebe ist kein Ausruhkissen. Du musst um Liebe kämpfen, aber nicht besiegen. Du musst erobern, aber nicht unterwerfen oder besetzen. Du musst werben und erwerben, aber nicht besitzen. Lass dein Herz sprechen, lass es stammen, poltern, lispeln, lallen, flüstern, aber lass dein Herz sprechen. Herz schweigen ist nicht Gold. Du musst zuhören, das ist nicht schweigen. Fragen, sich sorgen, kümmern, sich beteiligen, Acht geben, ernst nehmen, nachfragen, streiten, verstehen, akzeptieren, verzeihen, bangen, sich freuen, gemeinsam schweigen, sich einlassen und unter einer Decke stecken. Beliebende Wortakrobaten ist Liebe machen die reinste Schatzkiste, wenn man es dann praktisch und physisch wirklich tut. Sich herzen und busseln, kosen und küssen, umhalsen, umarmen und umweine, tätscheln und hätscheln, schmusen und schnäbeln und näseln, abschmatzen, schmecken und lecken, knutschen und turteln, liebeln und schäkern, auf Händen tragen und wie wir in Norddeutschland sagen, betütteln. Wenn man sich dann in diesen ganzen Tätigkeiten näher kommt, wenn also dieser eine Wortaustragungsort, genannt Mund, auf den anderen Wortaustragungsort trifft, dann wird gestülpt und aufgesetzt, geleckt, geschmeckt und geschmatzt, gesogen und gezogen, geschoben, geschubst und geschmatzt. Die gleichen Verbalien treffen auch zu, wenn man Liebe machend zum Beispiel an den knospigen Spitzen der Überlebenstankstellen für Babys tätig wird. Dort kann man außerdem knuspern und knaspern und knipseln und knipseln und zitzeln und zitzeln und knabbern und knubbern und lutschen und flutschen und saugen. Und sabbern, kauen und kitzeln, zacken, beißen und nagen und schnalzen und schmatzen und lippen und züngeln. Wenn die Tätigkeiten dann weiter fortschreiten, bekommen die Finger und Hände ein breites Aufgabengebiet zu erobern. Sie rennen und brennen, sie lüpfen und hüpfen, verweilen, erregen, bewegen, streichen und schleichen, befühlen und wühlen, huschen und kuschen, drücken, entzücken und beglücken, gleiten und leiten, streichen und schmeicheln, die Kosen und Hosen berühren und fühlen, stupsen und bupsen und strummeln und rummeln, tippen und wippen und fummeln und bummeln, greifen und schweifen, sich siehen, drängen und drehen, sie stoppen und foppen und zittern und twittern und tänzeln und schwänzeln, kitzeln und zitzeln, sie haschen und schnappen, sie suchen und finden, betasten, tasten und rasten, bezaubern, entzünden, ergötzen, sortieren, trommeln und kriechen und bohren und kreisen, kraulen und reiben und bleiben. Wenn dann bei einem ganz hohen Niveau der Tätigkeiten, auch die physischen Corpora Delicti im Akt, und das Wort hat nun wirklich was mit Tun zu tun, miteinander verschmelzen ist, auch dann die Tätigkeitsskala enorm breit gefächert. Die Grundtätigkeiten wie liegen, sich wiegen, stehen, drehen, hocken, tragen, sitzen, schwenken, senken, knien, kauern, kullern, hängen, halten, heben, bücken, kriechen, rollen und so weiter erweitern sich durch Rocken und Rappen und Rucken, Hüpfen und Hopsen, Wippen und Schwingen, Pendeln und Schaukeln und Kugeln und Stoßen, Stützen und Rütteln, Schieben und Gleiten, Zappeln und Nein und Wälzen. Und dann erst die unglaubliche Vielfalt nonverbaler Ausdrucksmittel und Tätigkeiten, wenn man sich dem Höhepunkt nähert, dem physischen Arbeitsergebnis nahe kommt und es schließlich erreicht, wie stöhnen und ächzen, juchzen und schluchzen, jauchzen und lachen, kicken und jubeln, jaulen und brummen und gackern, kniechen und kiechen und kreischen, knurren und surren und schnurren, schnauben und brüllen und brummen und winken und jubeln und piepsen und kicken und glucksen und seufzen. Zwischen Grunzen und Kieksen und Krähen und Bähen und Mausen, Husen, Trällern, Summen, Lächeln und Hecheln und Schwächeln und Schnarchen.
angesichts der Vielfältigkeit des Rezeptenreichtums, Sprache und des Liebemachens, was ist das für ein Niedergang der deutschen Sprache und des Liebetuns, wenn es dann, wenn es um das Ganze geht, es heißt, es wird gebumst. Gebumst. Was für ein niederträchtiges, vulgäres Wort für das, was es meint, wie das schon klingt. Bums, bums, bums. Da fehlt nur noch, dass die Bumskapelle aufspielt. Gepimpert ist auch nicht viel besser, aber es hat ein fröhlich klingendes I. In Sachsen-Anhalt hieß Kacheln, in Sachsen hieß Flexen, obiges Grüßen und in Österreich sagen es gepudert. Na, ich will gar nicht vorstellen, was das so missverständlich mit sich bringen könnte, aber es sind wenigstens Tätigkeiten an das einfach politisch korrekten Beigeschlafen. Das ist ja auch nicht wirklich bei was geschlafen. Dabei geschlafen? Oder dabei geschlafen? Liebe machen ist eine fast unermessliche, fantastische Schatzkiste für Verbophile. Und das kann so besessen machen wie mich, dass es nur zum Verbalorgasmus kommt und dass man darüber vergisst, wirklich Liebe zu machen. Liebe ist eine Tätigkeit. Packen wir es an. Und deswegen muss ich jetzt ganz schnell weg.